Hinter fantastischen Felsformationen versteckt, liegt eine Welt voller Abenteuer. Im Süden Thailands, in den artenreichsten und ältesten Wäldern der Erde. Einer der großen Naturschätze der Welt. Sie haben einen weiten Weg vor sich auf dem großen Stausee, der in der Mitte des Khao Sok Nationalparks liegt. Mit seinen Männern ist Kriang Saksiburot, den alle nur Joe nennen, unterwegs zum Oberlauf des Khlong Seng-Flusses. Dorthin, wo die meisten großen Wildtiere im Park leben. Joe ist Biologe. Er ist verantwortlich für Wildtiere im südlichen Thailand. Ich bin etwas besorgt. Der große Stausee in der Mitte des Parks trennt die Waldgebiete. Die großen Säugetiere können nicht mehr hin und her wandern. Es besteht die Gefahr von Inzucht. Das könnte langfristig den Bestand von Großtieren, vor allem den der Elefanten, gefährden. Unterwegs machen sie wie immer Halt in einer kleinen Bucht, in der Gangloe, Bananenblatt, lebt. Gangloe ist 6 Jahre alt und frisst, wen wundert es, am liebsten Bananen. Und freut sich immer, wenn die Wildhüter ihn besuchen. Es war vor etwa 5 Jahren. Eine große Elefantenherde hörte einen Schuss. Die Tiere gerieten in Panik. Der Kleine konnte nicht Schritt halten. Meine Leute fanden den alleingelassenen Elefanten. Die Wildhüter zogen ihn auf. Als er die Flasche nicht mehr brauchte, setzten sie ihn im Wald aus. Sie hofften, dass eine Elefantengruppe den Kleinen aufnähme. Aber keine Herde zog an Bananenblatt vorbei. Er blieb allein. Am Anfang hat er immer nach seiner Mutter geschrien. Aber unsere Leute gaben ihm so viel Liebe wie möglich. So konnte er auch ohne seine Mutter überleben. Bananenblatt wäre ohne die Wildhüter wohl an Einsamkeit gestorben. Junge Elefanten können nicht alleine leben. Allmählich nähert sich Joes Gruppe ihrem Ziel am oberen Khlong Seng-Fluss. Etwas entfernter, unbemerkt von den Männern, sucht eine Elefantenherde das Wasser auf. Aber diese Tiere befinden sich am anderen Ufer des Sees, nicht dort, wo der kleine Elefant lebt. Joe denkt darüber nach, wie er die Elefanten zusammenführen kann. Doch zunächst will er mit seinen Leuten die Elefanten zählen, die im Park und den angrenzenden Schutzgebieten leben. Im Süden Thailands liegt der Khao Sok Nationalpark. Im Zentrum der Stausee, nördlich die angrenzenden Schutzgebiete. Der Park ist geprägt von porösen Kalksteinfelsen. Sie rahmen den Stausee ein, der Mitte der 80er Jahre entstanden ist. Berge und See verbinden sich zu einer Landschaft, wie sie in dieser rauen Schönheit in Südostasien nicht noch einmal anzutreffen ist. Zu den wenigen Menschen, die hier direkt am Khao Sok Nationalpark leben dürfen, gehört Praiwan Buare. Er darf fischen, aus Gewohnheitsrecht. Er kennt alle Stellen, an denen sich Fische aufhalten. Schon von oben sieht er, ob es sich lohnt, ins Wasser zu steigen. Praiwan ist der beste Taucher auf dem See. Keiner kann so lange die Luft anhalten wie er, wenn er unter Wasser auf Jagd geht mit seiner selbstgebauten Harpune. Aber auch Praiwan muss sich immer wieder überwinden, in die Tiefe zu gehen.
Ich habe unten manchmal Angst vor einer dunklen, grünen Gestalt. Es ist nur Einbildung, aber die Angst ist da. Und dennoch, keiner wagt sich in solche Tiefen wie Praiwan. Bis zu 35 Meter mit einem Atemzug. Aber wenn er keinen Grund sieht, kommt die Angst. Ich fürchte, dass mein Bein nach unten gezogen werden könnte. Klar, da ist nichts, aber trotzdem ist es unheimlich. Als der große Stausee vor 30 Jahren entstand, mussten Tausende von Wildtieren ihr Revier verlassen. Das aufgestaute Wasser überflutete Hügel, Berge und Wälder. Noch immer sieht man unter Wasser die Reste der ursprünglichen Vegetation, die jetzt gespenstisch anmutet. Aber genau dort verstecken sich die Fische. Er muss viele Fische an einem Tag erbeuten, ca. 20 Kilo. Manchmal verbringt er den ganzen Tag im Wasser, von Sonnenaufgang bis Untergang, um genug zu fangen. Es wird Abend auf dem Khaosok-See. In einem schwimmenden Dorf lebt Praiwan mit seiner Familie. Der Chef des Dorfes ist der Großhändler. An ihn muss er seinen Fang billig verkaufen. Und vom Großhändler kauft er die meisten Lebensmittel. Zu hohen Preisen. In dem kleinen Floßhaus lebt Praiwan mit seiner Frau, einem Enkelkind und den zwei jüngeren Töchtern. Kaum ist Praiwan angekommen, fangen die Mädchen an, die Fische auszunehmen. Sie helfen, wo sie können. Der nächste Ort, in dem es eine Schule gibt, ist 2 Stunden mit dem Boot entfernt. In Thailand endet die Schulpflicht mit der 6. Klasse. Die Mädchen möchten gerne noch länger zur Schule gehen, um einen guten Beruf ergreifen zu können. Ich möchte Polizistin werden. Und ich Wissenschaftlerin. Aber ich muss mich um meine Mutter und meine Schwester kümmern. Meine Eltern haben kein Geld, um mich zur Schule zu schicken. Die Eltern freuen sich, dass die Kinder etwas erreichen wollen im Leben. Ihre älteste Tochter arbeitet auf einer Kautschukplantage. Auf ihr Kind passen sie auf. Es wäre schön, wenn wenigstens die 2 Jüngeren zur Schule gehen könnten. Ich selbst bin nie zur Schule gegangen. Ich bin wie ein Blinder. Ich möchte nicht, dass es ihnen auch so ergeht. Sie weiter zur Schule zu schicken, das schaffe ich nicht. Mehr als 6 Schulklassen geht leider nicht. Wir sind arme Leute. Die 16-jährige Fon bringt die ausgenommenen Fische zum Großhändler. Die Familie schuldet ihm Geld für den Bootsmotor. Ihr Vater kann nicht lesen, daher ist es besser, wenn sie darauf achtet, dass der Preis auch stimmt. Joe und seine Männer haben ihr Lager im Wald schon früh abgebrochen. Sie suchen nach geeigneten Stellen für Kamerafallen. Elefanten und Gauer, große Wildrinder, mögen lichte Wälder. Hier, vom Gauer. Er ist noch feucht, keine 2 Tage alt. Guck, da, ein Wildschwein. Es frisst die Früchte dort vom Baum. Es ist noch jung, die Hauer sind ihm noch nicht gewachsen. Das Wildschwein zeigt keinerlei Scheu. Wahrscheinlich hat es noch nie Menschen gesehen. Guckt mal rum, wo ein guter Platz für Kamerafallen ist. Viele Tiere kommen hier vorbei. Der Platz scheint ideal für Kamerafallen. Ein Bewegungssensor löst die Apparate Tag und Nacht aus. Im Schutzgebiet könnten bis zu 200 Elefanten leben. Es bietet reichlich Nahrung. Doch Joe fürchtet, so viele Elefanten gibt es hier wahrscheinlich nicht.
Wir schätzen, dass mindestens 40 Elefanten hier leben. Es könnten aber auch mehr sein. Wir wollen mit unserer Forschungsarbeit herausfinden, ob mehr Jungtiere pro Jahr geboren werden. Sind es zu wenige, ist ihr Bestand auf Dauer gefährdet. Waldkorridore könnten Schutzgebiete zusammenführen. Das würde auch dem kleinen Elefanten helfen. Momentan ist Joe allerdings gesundheitlich angeschlagen. Sein Bein schmerzt, er humpelt. Joe will nicht darauf eingehen. Die Forschung ist ihm zu wichtig. Mehrmals überprüft er die Kamera. Sie funktioniert. Wir hatten sie mal nicht abgeschlossen. Dann kamen Affen und haben mit der Kamera gespielt. Und einmal hat auch ein Elefant die Kiste heruntergerissen. Dank des Schlosses ging der Kasten nicht auf. Noch die Spuren beseitigen, sie könnten Tiere verunsichern, dann schnell weiter. Auf die Männer warten in den nächsten Tagen mehrere, weit schwierigere Aufgaben. Die Thermik zieht den Braminenweih, eine Habichtart, hoch hinauf. Das mit Regenwald bewachsene Kalksteingebirge setzt sich auch jenseits der Grenzen des Nationalparks fort. Der weiche Kalkstein wird von vielen Flüssen durchschnitten, in denen sich unzählige kleine Lebewesen tummeln. Aber sie müssen auf der Hut sein. Vor allem, wenn Subin Peanut durchs seichte Wasser schleicht. Dann wird es für viele Frösche unangenehm. Er liebt Frösche, wie die meisten Bewohner in den Dörfern am Rande des Nationalparks. Nicht immer sind sie leicht zu fangen. Sie fliehen schnell. Und in der Nacht, wenn sie Licht sehen, dann sind sie noch schneller. Keiner im Dorf fängt Frösche so gut wie Subin. Vielleicht, weil er 13 Jahre im Wald verbrachte. Bevor die Berge Nationalpark wurden, dienten sie Oppositionellen als Versteck. Ende der 70er Jahre, Subin war noch Schüler, nahm ihn sein Lehrer mit zu einer Demonstration gegen das damalige Militärregime. Grund genug für die Militärs, um den Jungen zu verfolgen. Ich war circa 14 Jahre alt, als ich in den Wald ging. Es war unbeschreiblich hart. Wir waren oft nahe am Verhungern. Wenn ich daran denke, kommen mir immer noch die Tränen. Viele starben in den Wäldern. Frösche waren für Subin damals ein gutes und wichtiges Nahrungsmittel. Nach 13 Jahren im Untergrund wurde er amnestiert, doch die Gewohnheiten des Waldes behielt er bei. Subin ist kein reicher Mann. Frösche ergeben für ihn eine billige Mahlzeit. Die Tiere auszunehmen fällt ihm allerdings noch immer nicht leicht. Ich finde es schade für Sie, aber Sie sind Nahrung. Ich muss sie essen. Und dann habe ich auch wieder Kraft, um zu arbeiten. Alai, die Ehefrau, kennt alle Gewürze, die man für ein gutes Froschgericht braucht. Obwohl sie in einer Gegend aufgewachsen ist, wo Frösche nicht zur üblichen Kost gehören. Ich mag Frösche nicht. Ich will sie nicht essen. Ich kann sie aber kochen. Das Froschgericht erinnert Subin an seine Jugendzeit im Wald.
so hart diese Zeit für ihn war und auch wenn es kein anderer verstehen kann. Er hat oft Sehnsucht nach der Ruhe des Waldes. Ich vermisse das, einfach in der Natur zu sein. Ich gehe gerne in den Wald. Bald wird er wieder in den Dschungel gehen. Auf dem See im Nationalpark regnet es schon seit Stunden. Bei starkem Regen kann Praiwan nicht fischen. Plötzliche Böen sind gefährlich. Praiwan nutzt die Zeit, um mit seinem unternehmungslustigen Enkelkind zu spielen, der das Wasser liebt, die Gefahr aber nicht kennt. Seit ich das Gitter gebaut habe, bin ich etwas ruhiger. Vorher habe ich ihn am Bein angebunden, wenn ich fischen ging. Schon manches Kleinkind ist im See untergegangen. Das ganze Leben der Familie spielt sich auf offenen 20 Quadratmetern ab. Auch wenn das Geld immer knapp ist, Praiwan ist mit seinem Leben zufrieden. Ich mag es, frei zu sein, keinen Chef zu haben, der einem sagt, was man zu tun hat. Aber frei ist er nur, wenn es ihm gelingt, sich von seinen 70.000 Baht, rund 1.600 Euro Schulden, zu befreien. Für den Bootsmotor und Lebensmittel musste er Geld aufnehmen. Die Schönheit der Natur lässt vieles in den Hintergrund treten. Aus dem bis zu 100 Meter tiefen Stausee ragen nur die Spitzen der höchsten Kalksteinberge. Der Rest ist überflutet. Höhlen, die sich früher in großen Höhen befanden, sind jetzt mit Wasser bedeckt. Zehn Meter unter der Oberfläche befindet sich der Eingang zu einer Höhle. Dort hineinzutauchen ist sehr gefährlich. Wenn man nicht genau weiß, wie man wieder herauskommt oder sich verschätzt mit der Atemluft, dann ist der Weg an die Oberfläche abgeschnitten. Praiwan riskiert viel, aber manchmal sammeln sich in der Höhle große Fische. Im Höhlensystem gibt es kleine Luftblasen. Irgendwie besteht eine Verbindung durch den porösen Fels zur Oberfläche. Ein ungewöhnliches Bild. Tropfsteinhöhlen gibt es normalerweise nicht unter Wasser. Sie entstanden, als die Höhle noch nicht geflutet war. Praiwan muss wieder nach oben. Aber Beute hat er keine gemacht. Normalerweise sind viele Fische in der Höhle. Vor allem, wenn es geregnet hat, sind eine Menge am Felsen. Aber heute sind sie irgendwie nicht da. Auch sie sind zu einer Höhle unterwegs. Joe geht mit seinen Leuten zur tief im Wald versteckten Namtha-Lu-Höhle. Vor einigen Wochen hatten sie dort eine ihnen unbekannte Fledermaus gesehen. Diese Art versuchen sie heute zu fangen. Joe geht es allerdings immer schlechter. Wenn ihr reingeht, guckt nach den Arten und zählt die Tiere und fangt welche. Ich warte hier. Mein Bein tut mir weh. Ich kann nicht laufen. Ich wurde hier vor einiger Zeit von der Laus einer Fledermaus gebissen. Der Biss verursachte eine schwere Infektion. Mein Bein ist stark angeschwollen. Es tut mir leid, ich kann mit meinen Jungs nicht in die Höhle hineingehen. Durch die ganze Höhle fließt ein Fluss. Manchmal ist er seicht, plötzlich wird er tief. Bei starken Regenfällen wird das Wasser sogar reißend. Bei einem Platzregen starben vor einem Jahr 9 Menschen in der Höhle. Joes Männer haben den Dom erreicht. Hier halten sich die meisten Fledermäuse auf.
Zuerst zählen sie die Tiere, die auch bei völliger Dunkelheit durch Echoortung sicher ihren Weg finden. Mit einem Netz wollen sie die Fledermäuse fangen. Aber nur wenn es ganz dunkel ist, haben sie eine Chance, dass die Fledermäuse die Falle nicht wahrnehmen. Sie haben Glück. Nun muss Pinchet Bunrat geschickt vorgehen. An den Flügeln haben sie Haken, mit denen sie sich im Netz verfangen. Es ist schwierig, sie aus dem Netz zu kriegen. Sie beißen. Diese Art hier hat lange und sehr scharfe Zähne. Die Tiere sind gestresst, haben Angst um ihr Leben. Ich werde ständig von diesen Fledermäusen gebissen. Und wenn man gebissen wird, dann muss man sehr vorsichtig sein, um die Zähne herauszukriegen. Sonst reißt man sich tiefe Wunden in die Hand. Bis jetzt ging alles gut. Nach 4 Stunden kehrt die Truppe zurück. Und wie viele Fledermäuse sind in der Höhle? 200, 300. Und wie viele Arten? 2. Erst wollen sie nicht in den Beutel, dann nicht mehr heraus. Sie verbeißen sich in allem, was sie erreichen können. Joes Helfer vermessen die Tiere. Joe bestimmt die Art. 20 verschiedene Fledermausarten sind im Nationalpark heimisch. Meist unterscheiden sie sich nur durch Kleinigkeiten. Leider ist die neue Art, nach der sie gesucht haben, nicht dabei. Wir haben 7 Fledermäuse gefangen, von 2 verschiedenen Arten. Ich bin ziemlich zufrieden, aber wir müssen noch einmal wiederkommen und suchen. Denn natürlich hoffen wir immer, eine neue Art zu entdecken. Jeder Fang wird genau dokumentiert. Bis zur letzten Fledermaus. Aber die beißt zu. Extrem schmerzhaft. Som Chai ist wie alle Mitarbeiter gegen Tollwut geimpft. Aber das Maul der Fledermäuse ist voller Keime. Wenn Som Chai Fieber bekommt, muss er sofort ins Krankenhaus. Es könnte sich entzünden. Wenn die Fledermaus beißt, dann bohrt sie ihre Zähne tief rein. Es tut richtig, richtig weh. Dann endlich dürfen die Tiere wieder fliegen. Doch so eilig haben sie es dann gar nicht. Weit ab, am nördlichen Ufer des Sees, liegt der älteste Regenwald der Welt. Älter und artenreicher, so die Wissenschaftler, als die Wälder des Amazonas und Zentralafrikas. Dorthin zieht es Subin, wenn er die Einsamkeit sucht. Frösche jagt er heute keine. Die Bäume dieser Wälder wurden nie gefällt. Vor 160 Millionen Jahren entstand dieser Bergregenwald. An Felsen hängen gewaltige Bienenstöcke. Für den jungen Subin, als er versteckt im Wald leben musste, war der sehr süße Honig der Bienen ein Leckerbissen erster Güte. Einmal fanden wir fast 140 Bienenstöcke. Wir haben den Honig von 40 Stöcken genommen. Mehr konnten wir nicht in unsere Behälter abfüllen.
Mit den Jahren entwickelte Subin eine spezielle Beziehung zum Wald, die ihm bis heute geblieben ist. Oft träumt er von den hohen Bäumen, die das Blätterdach des Regenwalds bilden. Wirklich zu Hause fühlt er sich eigentlich nur im Schutz der Bäume. Hier ist die Natur. Ich habe keine Angst vor dem Wald, ich bin in ihm aufgewachsen. Der Wald ist ein Stück von mir. Hoch über ihm sitzen große, weißgesichtige Blattaffen und beobachten den ungewöhnlichen Besucher. Nicht stören lassen sich die Makaken. Sie sind die am häufigsten anzutreffende Affenart im Nationalpark Karasjok. Dafür tun sie auch einiges. Die Makaken werden von Wilderern gejagt, entweder um sie zu essen oder um sie zu dressieren. Hundert Kilometer entfernt, wo die großen Kokosnussplantagen stehen, lebt dieses junge Makakenmännchen. Er heißt Bang. Sein Besitzer, Chai Chana, richtet ihn ab. Er soll Kokosnüsse von den Palmen holen. Der ist in Ordnung. Er ist nicht falsch. Er kann mit jedem spielen. Ich habe ihn in Patani gekauft. Ich weiß nicht, woher sie ihn haben, vielleicht gezüchtet, aber ich weiß es nicht. Viele junge Affen sind Wildfänge. Ein einjähriger Makake kostet 10.000 Baht, etwa 250 Euro. Über das Spielen mit den Kokosnüssen lernen sie, was von ihnen verlangt wird. Wenn wir arbeiten, dann muss er mich respektieren. Ich gebe ihm auch mal einen kleinen Klaps, wenn er unartig ist. So wie bei den eigenen Kindern. Nach 2 Monaten Training kann er arbeiten. Bang fährt hinten mit. Sein älterer Kollege steht über dem Fahrerhaus. Sie sind zu einer der nahen großen Kokosnussplantagen unterwegs. Chai Chana sucht nach Palmen, auf denen möglichst viele reife Kokosnüsse hängen, damit es sich für seine Affen lohnt, hinaufzuklettern. Seit 30 Jahren hält Chai Chana Affen. Sein Vater tat es vor ihm. Chai Chana glaubt nicht, dass Bang mit großer Begeisterung Kokosnüsse erntet. Ich glaube nicht, dass er die Arbeit mag. Er ist lieber im Wald bei den Affen. Aber es ist mein Beruf und ich behandle ihn gut. Um die 300 Kokosnüsse holt Bang an einem Tag herunter. Gut 10 Jahre kann ein Affe arbeiten. Chai Chana gibt ihm dann das Gnadenbrot. Aber nicht alle sind zu ihren Affen so human. Manche töten sie auch, obwohl das verboten ist. Es fängt an zu regnen. Die Affen sind kaum noch zu bewegen, hochzugehen. Wenn es glatt ist, haben sie keine Lust mehr, auf die Palme zu klettern. Menschen haben es ja auch nicht gern, wenn es rutschig ist. Dann geht gar nichts mehr. Es ist auch bereits 5 Uhr und nach 5 haben die Affen, so Chai Chana, sowieso keine Lust mehr zu arbeiten. Im Park steht etwas ganz Besonderes an. Die Beschwörung des Waldgeistes.
Die Fischerfamilie will zur Zeremonie, die nur selten stattfindet. Es ist sehr wichtig. Der Geist beschützt uns. Wenn ich ins Boot steige, bete ich immer zum Waldgeist, dass alles gut wird. Manchmal lässt er sogar Wunder geschehen. Bei der Zeremonie kann man den Geist auch um etwas bitten. Wenn er in Stimmung ist, soll er manchen Wunsch schon erfüllt haben. Ich möchte den Wunsch äußern, dass mein Enkelkind, es ist krank, gesund wird und dass wir viele Fische fangen, um unsere Schulden zurückzahlen zu können. Zwei Stunden werden sie unterwegs sein, bis sie den Kultplatz erreicht haben. Dort hat der Dorfpriester Prasong schon angefangen, einen Schrein für den Waldgeist zu errichten. Das Dorf von Prasong und den anderen Leuten hier wurde überflutet, als der Fluss aufgestaut wurde. Das Einzige, was vom Dorf geblieben ist, ist der Name. Das hier war ein ziemlich hoher Berg. Jetzt ist alles unter Wasser. Aber wir respektieren den Berg trotzdem und ehren den Waldgeist. Während die Männer bauen, kümmern sich die Frauen um die Opferschalen, die sie mit aufputschenden Betelnüssen füllen. Sie schmecken gut und du hast keinen Mundgeruch. Wenn ich sie nicht kaue, dann muss ich ständig gähnen. Schnell dreht das Wetter in den Tropen. Bei strahlendem Sonnenschein fuhr die Fischerfamilie los. Bei strömendem Regen kommt sie an. Nur noch wenige Handgriffe, dann ist der Schrein für die Zeremonie bereit. Für den Geist wurde ein Schwein geopfert. Das ist selten, weil sehr teuer. Die Musik soll dem Geist helfen, den Weg zum Schrein zu finden. Ein Medium wird die Verbindung zum Geist herstellen. Nach einer Weile fällt ein Mann in Trance. Der Geist ist in ihm. Der traditionelle Nora-Tanz soll den Geist bei Laune halten. Dann tritt der Priester mit ihm in Dialog. Was die Dorfbewohner wirklich interessiert, sind die heißen Tipps für Glückszahlen. Kannst du sie uns mit den Fingern zeigen? Drei? Und? Ich sag sie auch nicht weiter. Niemand versteht mehr, was er sagt. Zum Abschluss segnet der Waldgeist den kleinen Jungen der Fischerfamilie. So eine Gelegenheit kommt so schnell nicht wieder. Ich bin glücklich. Er hat den Segen bekommen. Ich glaube, nun wird alles besser für uns. Er ist der Gott der Region. Er beschützt alle hier. Und damit es auch wirklich so kommt, Kracher zum Abschluss. Denn der Waldgeist liebt Lärm. Im Süden Thailands ziehen sich die Kegelkarstberge von den Waldgebieten bis hinunter zum Meer und dann immer die Küste entlang. Die imposanten Felsformationen lieferten die Kulisse für viele Spielfilme. Auch im Golf von Thailand erheben sich Karststeininseln, die wie geschaffen wirken für Piratenverstecke. Und tatsächlich, auf dieser Insel, Nok Pao, ist ein Schatz versteckt. Lom ist Fischer und außerdem im Dorf verantwortlich für die Bewachung des Dorfschatzes. Schon zwei Wochen war er nicht oben in der Höhle. Er sagt den Männern, auf was sie sich einstellen müssen.
Es kann schwierig werden. Es hat geregnet. Der Weg wird glatt und rutschig sein. Das schreckt die Männer nicht. Oben auf dem Berg lässt sich viel Geld machen. Bevor sie in den Berg gehen, erbitten sie den Schutz von Manai. Sie opfern Kerzen und Räucherstäbchen. Die vollbusige Höhlen- und Vogelgöttin soll sie davor bewahren, dass jemand abstürzt oder sich verletzt. Wenn man hochgeht, ohne gebetet zu haben, muss man sehr vorsichtig sein. Irgendwie gibt mir das Beten mehr Selbstvertrauen. Der Aufstieg dauert nur eine Stunde, aber von Schritt zu Schritt wird er immer schwieriger. Der Kalkstein ist scharf und spitz. Vor allem, wenn es geregnet hat, ist es schwer, Halt zu finden. Die Lianen sind dann sehr glatt. Es ist sehr gefährlich. Hier ist schon mal jemand heruntergefallen und hat sich dabei schwer verletzt. Er hatte nicht genug Kraft, um sich an den Lianen festzuhalten. Auch der Älteste in der Gruppe mit 76 Jahren hat es geschafft. Ich bin fit. Ich hacke noch Holz und mache Kohle daraus. Ich arbeite hart und liege nicht nur rum. Der Eingang zum Höhlensystem. Innen ist es stellenweise stockdunkel. Der Dorfschatz ist gut verborgen. Er hängt an der Decke. Es sind die Nester der Weißnest-Salangane. Sie bringen in China ein Vermögen. 1500 Euro das Kilo. Die sogenannten Schwalbennester gelten dort als Delikatesse. Die Vögel bauen die Nester mit ihrem Speichel. Aber in vielen Nestschalen sitzen noch Jungvögel. Die Männer dürfen nur die leeren Nester von der Höhlendecke ernten. Die Bambusleiter muss fest verankert werden. Nur der Jüngste und Leichteste kann die 12 Meter hohe Leiter erklimmen, sonst könnten die Sprossen brechen. Gesichert ist der Junge nicht. Von März bis August lassen die Männer aus dem Dorf die Salangane dreimal Nester bauen. Das erste Nest nehmen sie ihnen weg. Dann bauen die Vögel ein zweites. Auch dieses nehmen sie weg. Dann bauen sie ihr drittes. In diesem dürfen sie dann brüten. Für die Vögel sei das keine große Belastung, meinen die Männer. Die Vögel dürften das anders sehen. Circa 14 Gramm wiegt ein Nest. 70 Nester braucht es, um ein Kilo für den Verkauf zusammenzubekommen. Wir konnten heute nicht so viele Nester abkratzen. In vielen sitzt noch der Nachwuchs. Wir müssen ein anderes Mal wiederkommen und warten, bis die Jungvögel weg sind. In zwei Wochen sind sie wieder da. Kein einziges Nest soll verloren gehen. Zurück am Khao Sok-See. Praiwan hält Ausschau nach großen Fischen. Die Schulden drücken. Er hat sich eine neue Technik ausgedacht, wie er länger unter Wasser bleiben kann. Ein einfacher Kompressor versorgt ihn durch einen Schlauch in seiner Maske mit Luft. Es geht ihm heute nicht so gut, doch Praiwan geht trotzdem tauchen. Man hat das Gefühl, dass einem die Zähne herausgezogen werden. So hoch ist der Druck. Wenn ich krank bin, sollte ich eigentlich nicht hinuntergehen.
Manchmal spucke ich sogar Blut. Um den Druckausgleich, wie ihn Sporttaucher praktizieren, kümmert er sich nicht. Manchmal setzt der Kompressor aus, dann muss er schnell auftauchen. In der Tiefe verstecken sich die großen Fische. Sie sind sein Weg in die Freiheit, der Weg aus den Schulden. Solange ich lebe, solange ich noch Kräfte habe, so lange verliere ich nicht die Hoffnung. Und tatsächlich, 6 Monate später ist er schuldenfrei. Nach 2 Wochen kehrt Joe mit seinen Männern zurück zum Oberlauf des Klongseng. Seinem Bein geht es etwas besser. Über Monate wertet er bereits die Fotos von Kamerafallen aus. Nun will er wissen, wie die letzten Aufnahmen geworden sind. Und sie überraschen ihn. Hier guckt ein Elefant. Die Ergebnisse bis jetzt zeigen, dass die Zahl der Elefanten, die hier leben, ansteigt. Die Elefanten auf den Fotos, die wir hier sehen, die kennen wir noch nicht. Das heißt, ihre Population nimmt zu. Joe ist überzeugt, dass die Zahl der Elefanten weiter zunimmt, wenn es gelingt, die vereinzelten Reservate durch Waldkorridore zu verbinden. Für mich sind Elefanten wie Freunde. Wenn ich sie sehe, fühle ich mich wie in einer Familie. Die Tiere leben in einer Gemeinschaft. Es gibt Vater und Mutter, Bruder und Schwester und die Freunde. Wenn ich Elefanten sehe, dann habe ich das Gefühl, mit ihnen verbunden zu sein. Für diesen und auch für den kleinen Elefanten Bananenblatt sind Joes Waldkorridore der Weg in die Zukunft. Eine Zukunft in dem ältesten Urwald der Erde.